Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Yu-Gi-Oh! Unboxing. Ich bin mal wieder im Livestream, wir packen hier live die Karten aus und das ganze Ding exklusiv hier auf dem Gaming-Kanal, nur für dich. Und wir haben heute Ancient Guardians. Das Set ist aus Mai 2021, also schon fast wieder eine Rarität. Ja, und da gibt es einige Collectors Rare drin, die wir natürlich hier rausziehen, das ist ja gar kein Problem. Ansonsten habe ich endlich mal wieder ein Yu-Gi-Oh! Unboxing. Mein Arm ist wieder heile. Den habe ich mir zwischendurch zweifach gebrochen. Und jetzt geht es aber wieder gegen. Das heißt, jetzt kann ich hier wieder Karten aufruppen und für euch auspacken. Deswegen schauen wir uns das Ganze natürlich an. Die Schlangen regen sich. Okay, dann werde ich mal gespannt sein, ob sich heute bei mir auch eine Schlange regt. Ansonsten erste Auflage, deutsche Ausgabe. Man kennt den ganzen Spaß. Alles soweit easy peasy. So. Seit Jahren keine Yu-Gi-Oh!-Karten mehr aufgemacht. Okay, seit Jahren nicht, aber seit einem Jahr oder so? Kann schon sein, ne? Weiß nicht, wann das letzte Yu-Gi-Oh!-Unboxing war, was wir gemacht haben. Aber wir haben hier wunderbar schön verschiedene Booster-Packs. Also auch die Booster haben unterschiedliche Monster vorne drauf. Das ist natürlich schon mal sehr geil. Es ist immer noch hammergeil. Das eins der schönsten Gefühle der Welt ist es einfach, Booster-Packs so in der Hand zu haben. Es ist einfach, man ist sofort wieder 10 oder 15. Keine Ahnung, wie alt ich war, als wir rauskam. So, okay. Na dann, schauen wir mal rein hier. Gucken mal, was das hier wird. Ob wir da jetzt was Feines rausziehen. Und wir gucken uns das alles an. So, wir beginnen. Das erste Booster darf geöffnet werden. Das wird heute eine anstrengende Nummer. So, ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen, weil ja natürlich mein Mikrofon direkt vor dem... warte, ich mach's mal ein Stück nach oben. Naja, das war auch nicht so ganz klug. Warte, so vielleicht? Ich glaube, so ist es am besten. Weil mein Mikrofon natürlich hier direkt vor dem Geknister ist. Aber wir schauen mal rein. Schon alleine, wie viele fucking Buchstaben hier schon wieder drauf. Phlogos, okay. Okay, ich denke mal, wir können wieder hier großartig überspringen. Wie viele fucking Buchstaben sind auf der Karte drauf? Meine Fresse, ey. Und dann können wir uns nur die guten Sachen angucken. Wie zum Beispiel den hier. Den Ursakitischer Migritzli. Alter, leck mich doch. Es geht schon wieder los. Ich darf schon hier eigentlich nicht vorlesen. Aber der ist schon mal zornig, der Dude. Vor allen Dingen ist er im Weltall oder was? Was ist mit ihm los? Was geht denn da ab? Naja. Ist schon mal nicht schlecht. Rare kann man schon mal bringen. So. Weiter geht der Spaß. So. Vor einem Jahr kommt ungefähr hin. Okay, das ist doch schon mal was. Buchstabensuppe lässt wieder grüßen. So ist es. So, dann schauen wir mal weiter. Das sieht aber auch nice aus. Geht das so? Ich muss mal ein bisschen gucken, dass wir das hier auch im Stream alles sehen. König der wilden Kobolde. Sieht auch nice aus. Böser Drache. Böser Drache. So, hier, den haben wir schon. Und warum gibt es hier zwei Großbuchstaben drin? Soll, fuck, Kurt, Grazia. Na, vielen Dank, Alter. Fuck mich doch. Aber ein Pendelmonster. Soweit, so gut. Geht fit. Ich sehe schon, ich brauche schon wieder viel zu lange. Aber so ist das halt, ne? So, könnte ich eigentlich meine Kamera ein Stück rübersetzen? Müsste ich das, wenn ich das hier so nach da schiebe? Oh, sieht man mich sogar noch besser. Hammer. So, okay. Dann hier weiter so ein Ding. Oh, Topf der Reichtümer. Nicht schlecht. Ja, okay. Eine Lichtschlange. Hm. Oh, guck mal. Den brauchen wir. Das ist hier, das ist das Rätsels Lösung, Freunde. Schon mal vorab. Den brauchen wir in der Collector's Rare. Das ist dann nämlich die, die hochwertigste Karte hier in diesem Set. Stattdessen haben wir Nauja, der Achtheitsüberrest. Und ich bin auch enttäuscht. So sieht's doch aus. Aber das Ding brauchen wir auf jeden Fall. Merkt euch den, der wird wichtig. So, wenn der kommt, dann hat sich das hier schon fast gelohnt. So, weiter geht's. Okay, wir ballern jetzt hier mal ein bisschen durch. Wir wollen ja hier nicht allzu viel Zeit verschwenden. Soll Fakort Eleganz. Denn wir haben einiges an Unboxings heute hier. Ich weiß noch nicht genau, wie viele ich mache. Wahrscheinlich müssen wir das auf ein paar Streams aufteilen. Aber schauen wir mal.
So. Okay, weiter geht's hier. Denkt dran, er muss es sein hier. Er muss kommen. Achtheitswasserlilie. Guck mal, das sieht auch voll nice aus. Da ist nämlich noch so ein Fieder im Hintergrund. Das sieht man aber nicht so gut. Also das ist aber, glaube ich, bewusst so, dass man das nicht so gut sieht. Aber im Holo-Effekt sieht man das. Schon nice. Schick, schick. Ich muss ihn mal zwischengreifen, weil hier so ein Kabel geht. In was muss der kommen? Der muss kommen in Collectors Rare. Dann läuft der Laden. So. Okay, okay. Harmonie. Auch nicht schlecht. Was ist denn mit diesen Viechern da am Start? Krass, krass. Ja, also das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ob er heute den Glurak zieht? Ah, shit. Man weiß es nicht. Ja, so ein Glurak wäre schon ganz cool, glaube ich. Also da hätte ich Bock drauf. Schönes, seltenes Glurak hier. So, ich muss das mal so machen. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Spannung am Stessel. So, okay. Und, oh, Ultra Rare. Sehr nice. Amunesia, die Achtheitskönigin. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr nett aus, muss ich sagen. Das sieht äußerst großzügig aus. So, sagt mir mal eine Zahl. Ist der eine Million wert? Man weiß es nicht genau. Aber der sieht cool aus. Aber seht ihr das, dass der rechte, der linke Rand, also dieser hier, dass der ein bisschen weiter ist als der? Aber nicht viel. Ist nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ist wirklich nicht viel. 2 Cent? Boah, geil, Alter. Ich bin reich. Ich melde mich ab. Tschüss, Deutschland. Ich bin raus. Na toll. So, weiter geht's. Mann, der teast aber auch an, der Junge hier. Dafür ist es ein Wrestler geworden. Der teast die ganze Zeit seinen Move. Und dann kommt er nicht. Oh, den hatten wir auch schon. So, 2 Cent Urlaub auf Bora Bora ist gesichert. So sieht's aus. Ich brauche aber auch langsam Urlaub, ey. Sonst wird das hier nicht in Zahlungnahme. Ist eigentlich auch immer eine coole Sache. Auch diese Karte, wenn wir die in Collectors Rare hätten, das wäre auch nicht schlecht. Also es gibt halt ein paar Collectors Rare hier in dem Set. Aber ja, die musst du halt auch erstmal ziehen. Aber wenn, dann hast du schon mal zumindest ein bisschen was von dem Set raus. Aktuell geht das Set jetzt nicht mehr so krass. Obwohl es damals natürlich zum Vollpreis, glaube ich, verkauft wurde. Aber ja, dann haben wir hier den ursaktischer Gleiter. Gleitermeiter. Nicht schlecht. So, wie lange brauche ich schon wieder? 8 Minuten aktuell in dem Video. Naja, komm, kann man mal ein bisschen durchziehen hier. Ein bisschen hier, ein bisschen Feuer. So, okay, Zahlungnahme, alles easy, okay. Letter Lady, oh, wieder eine Ultra Rare am Start. Auch wieder viel zu viele Buchstaben auf dieser Karte. Octo Abyss, der Achtheits-Oberherrscher. Junge, nicht schlecht. Fähig, das Ding. Das sieht doch schon mal nice aus. So, bin ich jetzt reich? Man weiß es nicht. Der schaut cool aus. Ja, schaut er auch. Aber man weiß es nicht. Ansonsten aber eigentlich ganz nice. Gefällt mir schon mal. Was zum Abheften wahrscheinlich und ja. So, weiter geht's. Klang. Alles hier nicht perfekt aufgebaut, aber naja. Besser als gar nichts. Angelia! Angelia! Angelia? Fehlt da nicht noch ein Buchstabe? Naja, okay. Man kennt sie und man kennt sie nicht. Geht. So. Aber den finde ich wirklich cool. Der hat was. So. Alter, was ist mit ihm los? Euch mal an, wie viele scheiß Buchstaben die da in diesen Namen reingeklatscht haben. Das muss doch auch irgendwann nicht mehr sein. So. Und Eleganz hatten wir auch schon vorhin. Bringt mir jetzt auch noch nicht so viel. Aber lustig, dass die seltenste Karte ganz hinten ist. Also das ist vom Mischen eigentlich und vom Ziehen her eigentlich super. Mikragen. Okay.
Also gefällt mir eigentlich gut, dass sie das so gemacht haben, aber das ist ja eigentlich nicht immer so. Also es wäre cool, wenn das immer so ist, aber das wäre schon nicht so verkehrt. Irgendwann muss man die Karten breiter stanzen, ja, irgendwie sowas. Aber ansonsten geht das schon mal fit. So. Keuerse, das Achtheitslicht. Sieht auch nice aus. Ich habe übrigens gerade wieder das Fenster offen, deswegen leuchtet das hier so krass. Aber ja. So, okay. Wir haben ja ein paar Bits geschert bekommen während des Streams. Das ist natürlich nice. Warte, gucke ich mir gleich genau an. So, weiter. Alles schauen. Den Gleiter hatten wir doch auch schon. Mensch. Wir wollen doch nochmal so eine schöne Collector's Rare haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die aussieht. Ich glaube, ich habe auch erst eine oder so überhaupt gezogen. Erinnert ihr euch noch dran, als ich diese andere krasse Karte gezogen habe? Mick Eis. Sieht auch nice aus. So. Ecclesia, genau, die war das. Ecclesia hier gezogen als super krasse Rare. Ich weiß nicht mehr, wie die Rare heißt. Collectors Rare und Starlight Rare. Ha, mein Gehirn funktioniert doch noch irgendwo. Das war schon ein kranker Moment. Kutia. Man weiß es nicht. So, alles am Start. Mache ich das eigentlich zu langsam? Sind andere Unbox... das kann man wohl nicht sein. Zwei aufeinanderfolgende Booster eben im gleichen Team. Machen das andere schneller? Oh, ich liebe das. Okay, der eine war 5,50 Euro, der eine Achtheitsoberherrscher. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, den kann ich gleich mal in eine Folie packen. Und Abreise. Abreise, Junge. Wird Zeit abzureisen. So. Hatten wir auch schon. Ganz schön geringe Ausbeute hier am Start, ey. Und? Schade. Wir haben noch drei. Also bisher kam noch nicht so viel. Drei ist natürlich wirklich eine ganz schön kleine Zahl. Und Nunu? Nunu? Der Achtheitsüberrest. Da werden nur noch die Reste verscharrt hier. Naja. So. Vorletzte Booster aus der Ancient Guardians Reihe. Ui, der ist doch auch nochmal nett hier. Ursaktischer. Was ist denn Ursak? Großer Bär. Sieht richtig fähig aus, das Vieh. Übelst fette Sense. Das ist nett. Das gefällt mir. Der ist schon nicht schlecht. Bingo, 2 Cent. Jawohl. Nein, das ist keine Collectors. Sieht man doch. So, Freunde. Das letzte Booster ist am Start. Freut ihr euch schon? Nochmal schnell einen Daumen nach oben reinhämmern. Das was wird. So. Na dann. Gucken wir mal. So. Die Spannung steigt. Okay, ist eine Zauberkarte. Oder auch nicht. Die hatten wir schon dreimal. Menschenskinder. Okay. Toll. Super. Also die wertvollste Karte quasi, die wir jetzt hatten, war hier. Also erstmal hier ist wieder Ultra Rare. Das ist schon mal nicht so schlecht. Aber wieso habe ich die dreimal gezogen? Ey, so toll ist er auch nicht.
So, der hier, der ist 5,50 Euro wert. Naja, nimm auch mal mit, oder? Das nimmt man doch gerne mal mit. Das Vieh ist auch ganz geil. Also an sich hat es ja was. Also die Viecher sehen auf jeden Fall sehr nice aus. Aber hier so diese... Hey, sorry, manche mögen vielleicht drauf stehen, aber sowas ist überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht meins. Naja. Gut, Kinders, das war es dann erstmal soweit mit dem Unboxing, Opening, wie ihr das nennen möchtet. Heute also mal wieder seit langer Zeit ein Yu-Gi-Oh! Unboxing und ich hoffe, euch gefällt's. Deswegen abonniert den Kanal für mehr und ja, dann freut euch auf weitere Videos und bleibt dran. Wir sehen uns, haut rein und tschüssi!